Weltkompakt ist heute mal unterwegs. Und zwar sind wir im Berlin Kongresszentrum, wo der Chaos Computer Club die Hacker aus der ganzen Welt eingeladen hat zu einem etwas besonderen Treffen. Ja, und da schauen wir jetzt mal vorbei. Mein Eindruck von den Leuten ist, naja, man weiß beim Chaos Computer Club nie so recht, wer da eigentlich da ist und warum die Leute eigentlich da sind. Und die meisten haben auch so eine ganz okkulte Einstellung zu den Sachen hier. Also wenn man viele Leute hier fragt, warum sie eigentlich da sind, dann würden sie nie eine Antwort geben. Könnt ihr uns mal sagen, woher kommt ihr denn? Von der Raumstation Seabase. Und was ist euer Auftrag hier? Archäologische Forschungen. Woran? Der Ursprünge der Raumstation. Wie kommt der denn ausgerechnet hierher? Weil wir hier vermuten, dass da technologische Errungenschaften, die dann später in die Seabase eingegangen sind, ihren Ursprung haben. Die Seabase, ganz kurz, was ist das? Die Seabase ist eine Raumstation, die vor Millionen von Jahren über der Erde geschwebt hat und dann abgestürzt ist und dann unter Berlin-Mitte liegt und das ist die Antenne. Was hat der Scan bei mir ergeben? Ein bisschen assimiliert, ein bisschen Bakterien, aber alles im grünen Bereich. Vielleicht ein bisschen mehr Obst essen. Okay. Ein bisschen Sport treiben. Für jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Na, das ist ja sportlich. Ich habe meinen Raumgleiter. Das ist ein Mikrokopter. Das ist ein Quadrokopter, der wird mit 4 Propellern angetrieben und stabilisiert sich automatisch autonom in der Luft. Können wir es mal vorführen, wie der hier fliegt? Ja. Ich starte jetzt mal die Motoren.